Die Hofmann-Kodierung ist eine Form der Entropie-Kodierung, die 1952 von David A. Hofmann entwickelt und in der Abhandlung A Method for the Construction of Minimum Redundancy Codes publiziert wurde. Sie ordnet einer festen Anzahl an Quellsymbolen jeweils Codewörter mit variabler Länge zu. In der Informationstechnik ist sie ein Präfixcode, die üblicherweise für verlustfreie Kompression benutzt wird. Ähnlich anderer Entropie-Kodierungen werden häufiger auftauchende Zeichen mit weniger Bits repräsentiert als weniger auftauchende. Grundlagen, um Daten möglichst redundanzfrei darzustellen, müssen die Quellsymbole mit Codewörtern unterschiedlicher Wortlängen kodiert werden. Die Länge der Codewörter entspricht dabei idealerweise ihrem Informationsgehalt. Um einen Code auch wieder eindeutig dekodieren zu können, muss er die Kraft-Shay-Ungleichung erfüllen und zusätzlich noch präfixfrei sein. D. H. Kein Codewort darf der Beginn eines anderen sein. Die Grundidee ist, einen kanären Wurzelbaum für die Darstellung des Codes zu verwenden. In diesem sogenannten Hofmann-Baum stehen die Blätter für die zu kodierenden Zeichen, während der Pfad von der Wurzel zum Blatt das Code-Symbol bestimmt. Im Gegensatz zur Shannon-Fano-Kodierung wird der Baum dabei von den Blättern zur Wurzel erstellt. Im Unterschied zum Morse-Code benötigt man bei einer Hofmann-Kodierung keine Trennzeichen. Eine Trennung der Codewörter ist nicht notwendig, da die Kodierung präfix frei ist. Dadurch ist kein Codewort Anfang eines anderen Codewortes. Der bei der Hofmann-Kodierung gewonnene Baum liefert garantiert eine optimale und präfixfreie Kodierung, die H. Es existiert kein symbolbezogenes Codierverfahren, das einen kürzeren Code generieren könnte, wenn die Auftrittswahrscheinlichkeiten der Symbole bekannt sind. Geschichte: Im Jahre 1951 hatten David A. Hofmann und seine Klassenkameraden im Kurs mit Informationstheorie die Wahl zwischen einer Seminararbeit oder einer Abschlussprüfung. Die Seminararbeit, betreut von Professor Robert M. Fano, sollte die Findung des effizientesten binären Codes thematisieren. Hofmann, der nicht in der Lage war, die Effizienz eines Codes zu beweisen, war nur knapp vor dem Entschluss aufzugeben und sich für die Abschlussprüfung vorzubereiten. Als er auf die Idee stieß, einen frequenzsortierten Binärbaum zu verwenden und somit in kürzester Zeit jene Methode als effizienteste beweisen konnte. Auf diese Weise übertraf Hofmann seinen Professor Fano, der gemeinsam mit dem Begründer der Informationstheorie Claude Shannon einen ähnlichen Code entwickelte, indem Hofmann den Baum von unten nach oben anstatt von oben nach unten erstellte. Vermied er die größte Schwachstelle der suboptimalen Shannon-Fano-Kodierung. Dekodierung: Zur Dekodierung eines Hofmann-kodierten Datenstroms ist die im Kodierer erstellte Code-Tabelle notwendig. Grundsätzlich wird dabei umgekehrt wie im Kodierungsschritt vorgegangen. Der Hofmann-Baum wird im Dekodierer wieder aufgebaut und mit jedem eingehenden Bit ausgehend von der Wurzel der entsprechende Pfad im Baum abgelaufen, bis man an einem Blatt ankommt. Dieses Blatt ist dann das gesuchte Quellsymbol und man beginnt mit der Dekodierung des nächsten Symbols wieder an der Wurzel. Beispiel: Der Dekodierer hat das Codewörterbuch und eine empfangene Nachricht. 1.101.101.101.000. Jetzt wird für jedes empfangene Bit ausgehend von der Wurzel der Pfad im Baum abgelaufen, bis ein Blatt erreicht wurde. Sobald ein Blatt erreicht wurde, zeichnet der Dekodierer das Symbol des Blattes auf und beginnt wieder bei der Wurzel, bis das nächste Blatt erreicht wird. Adaptive Hofmann-Kodierung. Die adaptive Hofmann-Kodierung aktualisiert laufend den Baum. Der anfängliche Baum wird erzeugt, indem eine vorgegebene Wahrscheinlichkeitsverteilung für alle Quellsymbole angenommen wird. Mit jedem neuen Quellsymbol wird dieser aktualisiert, wodurch sich gegebenenfalls auch die Codesymbole ändern. Dieser Aktualisierungsschritt kann im Dekodierer nachvollzogen werden, sodass eine Übertragung des Codebuchs nicht nötig ist. Mit dieser Methode kann ein Datenstrom on the fly kodiert werden. Er ist jedoch erheblich anfälliger für Übertragungsfehler, da ein einziger Fehler zu einer ab der Fehlerstelle komplett falschen Dekodierung führt.